Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Und der Text, über den ich heute sprechen möchte in der Andacht, steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als er das hörte, sagte einer von den Leuten zu Jeschua am Tisch: Wie gesegnet sind die, die Brot essen im Reiche Gottes? Doch er antwortete: Einmal gab ein Mann ein Festmahl und lud viele Leute ein. Und als die Zeit zum Festmahl kam, sandte er einen Sklaven, seine Sklaven, um denen, die eingeladen waren, zu sagen: Kommt, alles ist bereit. Doch sie entgegneten mit einem Chor von Entschuldigungen. Der erste sagte: Ich habe einen Acker gekauft, den muss ich begehen und hinschauen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe gerade 5 Joch-Ochsen gekauft und ich bin auf dem Weg, sie auszuprobieren. Bitte entschuldige mich. Und noch ein anderer sagte: Ich habe gerade geheiratet. Deshalb kann ich nicht kommen. Der Sklave kam und berichtete dies seinem Herrn. Da forderte der Besitzer des Hauses voller Zorn seinen Knecht auf: Rasch, geh hinaus in die Straßen, auf die Gassen der Stadt und hol die Armen, die Missgestalteten, die Blinden, die Verkrüppelten herein. Und der Sklave entgegnete: Lieber Herr, was du befehlen hast, ist geschehen. Und es ist immer noch Platz. Der Herr sagte zu den Sklaven: Geh hinaus auf die Landstraße, an die Grenzmauern und überrede die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ich sage euch, dass keiner von denen, die eingeladen waren, nun hereinkommen. In diesem Gleichnis sind verschiedene Bilder zu übertragen. Da ist der Gastgeber, unser Herr, das große Abendmahl oder auch Gastmahl genannt, stellt die Teilnahme am Himmelreich dar. Der einladende Knecht zeigt uns den Jünger Jeschua, der die Menschen zum Himmelreich weist. Und dann haben wir noch die Geladenen. Die teilen sich auf in die Erstgeladenen und danach kommen die, die auf der Straße, den Gassen, nämlich Arme, Krüppel, Lahme und schließlich noch die in den Wegen der Zäune und die dort stehen. Die Erstgeladenen, die dem Gastgeber am nächsten standen, die kamen nicht. Doch Menschen aus der untersten Gesellschaftsschicht, die mit Weite entfernt ließen sich zu dem Mahl einladen. Das Haus des Festes wurde voll. Auf diese Weise wurde auch das Evangelium ausgebreitet. Es ging aus der Nähe in die Ferne. Jeschua sagte seinen Jüngern damals: Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wie es damals an das Ende der Erde
wie es damals war, so ist es auch heute oft. Menschen, die dem Evangelium von ihrer Umgebung her viel näher stehen, schlagen die Einladung zum ewigen Leben in den Wind. Während Fernstehende die Einladung oft dankbar annehmen. Und da fragte einst ein alter Häuptling einen Missionar: Wie lange kennt ihr diese Botschaft? Eben die Botschaft des Evangeliums. Der Missionar antwortet: Oh, die kennen wir schon viele Jahre. Und da erwidert der Häuptling: Und ihr kommt erst jetzt? Ja, dieser Mann wurde vom Evangelium überzeugt, obwohl er noch viel weiter weg war. Davon war, dass viele Volksgenossen des Missionars, die sich nicht von der biblischen Botschaft überzeugen ließen. Gottes Ziel ist es heute, dass die Nahen und Fernen sich zum Himmelreich einladen lassen. Die Bibel bezeugt es uns mit dem Wort: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Lies es nach in Titus 2, Vers 11. Wer kommt, ist geladen. Das gibt es auf keiner Hochzeit. Auch du bist geladen. Bist du schon angekommen? Oder wirst du noch kommen? Oder wirst du auch, wie die anderen, Tausende von Entschuldigungen finden? Vor dem Letzten will dich dieses Gleichnis warnen, dass du vor verschlossener Tür stehst. Mit welchen Ausreden gibst du dich ab? Tut mir leid, ich bin noch Raucher, ich kann nicht. Tut mir leid, ich sauf noch gern ein Bier, ich kann mich Gott nicht zuwenden. Oder bist du sexbesessen? Spielsüchtig? Was hast du für Ausreden, um dieser Einladung, die Jeschua an dich weitergibt, die wir an Jeschua statt weitergeben an dich? Welche Ausreden hast du bereits in dein Leben so integriert, dass sie schon herausgeschossen kommen, ohne dass du nachdenken musst? Lieber Freund, liebe Freundin, ich sage dir nur eins. Solange du lebst und Jeschua noch nicht gekommen ist, hast du die Zeit. Aber wer sagt dir, dass du noch 100 Jahre alt wirst? Wer sagt dir, dass du noch 10 Jahre lebst? Sei bereit, denn Jeschua kommt in der Nacht wie ein Dieb, ohne dass du es merkst. Vielleicht geht es dir dann so wie dem Kornbauern, wo gesagt hat: Hab genug, Seele, freu dich, wir sind reich. Und dann spricht Gott: Du Narr, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Lass dich also nicht zu lange bitten. Komm und sag ja. Du wirst nie etwas verlieren, aber alles gewinnen. Jeschua sei mit dir, begleite dich durch den heutigen Tag. Amen.